Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3.1 ohne Gräben. Ja, wir sind hier am Strohpressen, manuell, ohne irgendwelche Helfer. Gründe habe ich schon in gefühlt 5000 vorhergehenden Folgen erläutert, was ich jetzt aber erstmal machen muss, weil wir sind nebenbei auch am Kartoffelernten und am Rübenernten. Und, ach ja, sein Lieblingsbaum. Er fährt ständig gegen diesen dämlichen Baum. Ich habe keine Ahnung warum. Ich kann es nicht sagen. Also ich habe wahrscheinlich den Kurs irgendwie schlecht eingefahren, wobei eigentlich ist der Kurs ja nun doch weit davon weg von diesem Baum. Aber naja, so ist es nun mal. Es tritt also regelmäßig auf, muss ich leider sagen. Ja. Wir sind hier, wie gesagt, manuell am Strohpressen. Ja, die paar Fetzen, die da jetzt noch liegen, die sollen uns jetzt mal nicht fertig machen. Da vorne ist aber eben noch ein langer Schwart. Und im Nordteil des Feldes sind auch noch einiges, glaube ich. Diese kleinen Haufen, die wir hier jetzt sehen, die lasse ich liegen, die werden mit untergegrubbert und gut. Aber hier so einen richtig amtlichen Schwart, den werde ich schon noch eben mitnehmen und mitpressen. Das ist, ne, das kann ich nicht liegen lassen. Das muss mit weg. Ganz klar. Aber ansonsten ist es ja. Es läuft so langsam vor sich hin. Und so hier diese großen Schwaden, die will ich auch nicht liegen lassen. Das kann ich nicht. Bin ich zu geizig. Das ist mir das nicht wert. Naja, aber ihr seht ja, das ist schon recht weit. Was wir nur gleich eben machen müssen, ist tatsächlich mal Ballen sammeln fahren. Das ist schon nicht wenig, was hier auf dem Feld liegt. Und dann können wir uns überlegen, was wir mit den Ballen machen, wo wir die hinbringen. Ich denke mal, dass wir die verkaufen, aber mal gucken. Schon in der vorhergehenden Folge gesagt hat, wir haben genug Ballen überall. Genug Stroh. Und wir machen ja wieder Stroh. Wir pflanzen hier ja gleich Weizen an. Wir haben ein anderes Feld schon mit Weizen. Das heißt, wir werden jetzt auch bei der nächsten Ernterunde werden wir auch hier war jetzt Gerste drauf, jetzt kommt hier Weizen drauf. Danach kommt hier Hopfen drauf. Und dann wollte ich eigentlich so zusehen, dass ich ungefähr so diese Dreifruchtfolge hier einhalte. Damit ich einfach die Brauerei, die hier gleich nebenan ist, damit ich die vernünftig immer mit Rohstoffen versorgen kann. Weil mit dem Bier müssen wir uns nichts vormachen, machen wir richtig Asche. So. Das ist schon nicht so schlecht finanziell, was uns das immer bringt. Und daher liegt dieses Feld für die Brauerei ideal. Wir brauchen aber auch zum Beispiel Getreide für die Mühle, weil sonst kann der Bäcker nicht arbeiten. Ah, da ist also auch noch Handlungsbedarf, definitiv. Und die Mühle ist ja auch hier um die Ecke, aber dafür werde ich dann wahrscheinlich auf einem Feld, das nördlich der Mühle liegt, wo ich jetzt, also entweder kaufen wir uns noch neue Felder, ich meine, wir haben jetzt noch 3, noch was Millionen, da kann man auch mal wieder was unter die Leute bringen. Es gibt da so ein paar Sachen, ein paar Felder, die ich gerne hätte. Dafür brauche ich aber dann noch ein bisschen mehr Geld. Das reicht noch nicht. Aber, ja, vielleicht pflanze ich dann einfach noch ein bisschen Getreide nördlich der Mühle an. Dass wir dann eben die Mühle auch vernünftig nochmal jetzt demnächst mal wieder mit Getreide versorgen können. So.
noch so ein bisschen ein paar Reste. Und dann war es das auch mit dem Ballenpressen hier. Dann fahren wir zurück zum Hof. Machen die Presse mal sauber und den Schlepper. Und dann schauen wir mal. So, wie war das noch? Wie schmeiße ich? Also, das Pickup kann ich ja heben jetzt. Wie kann ich da die Dinger rausschmeißen? Ich habe da irgendwie eine Möglichkeit. Also, es geht wahrscheinlich nur, wenn die aus ist. Ballen abladen. Z. Ja, genau das habe ich. Ballenpresse zuklappen. Sehr schön. Und jetzt fahren wir mal ab zum Hof. Ich mache die jetzt auch mal nicht direkt sauber, ich stelle die da erstmal ab. Ja, ist so. Ein bisschen Reste bleiben hier einfach liegen. Da mache ich jetzt keinen Film von, da habe ich keine Lust drauf. Ich meine, das werden jetzt hier so viele Ballen sein, die da liegen. Da können wir ja. Weiß ich nicht, was wir da alles mit. Ich brauche auch nichts. Ne? Hier liegen noch Grasballen. Fertig gepresst. Da steht der Big M mit der Ultima hinten dran. Das ist übrigens zwar nicht das schnellste, aber man kann es echt eigentlich unbeaufsichtigt fahren lassen. Habe ich jetzt so festgestellt. Und ich brauche mir da keine Gedanken machen. Ja, ich fahre die auf die. Fahre die darauf, aufs Feld. Und dann. Bitteschön. Irgendwann kriege ich dann eine Meldung, dass die Arbeit erledigt wurde und das Feld liegt voller Ballen. Das funktioniert echt klasse. Muss ich schon sagen. So. Hier kann man schön stehen. Motor aus. Tanken wollen wir ja. Wollen nicht die Ballenpresse. Tanken. So. Ne, Rückwärtsgang wollen wir. Er tankt. Jawohl, er tankt. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier denn der Klaas wieder hat. Er steht wieder vor seiner. Vor seiner Laterne. Hier die Spawnplätze sind alle voll, die Palettensammler. Naja, egal. Kümmere ich mich jetzt mal nicht drum. Habe ich jetzt gar keine Zeit für. Müsste ich den Trailer erst wieder mit Autoload aktivieren. Das ist auch so ein bisschen nervig, muss ich ja schon sagen. Nein, dann stellt man da einen Trailer mit Autoload hin. Hat Autoload aktiviert, alles gut. Dann speichert man das Spiel, beendet das Spiel. Wenn man das Spiel wieder lädt, steht der Trailer da zwar noch, ist natürlich auch beladen, aber das Autoload ist nicht mehr aktiviert. Das ist schon so ein bisschen schade. Wäre natürlich toll, wenn das dann auch noch. So müsste ich jetzt erst vor allem. Ich habe da nur den Trailer jetzt stehen. Ich habe da keine Zugmaschine dran. Also ich muss dann erst mit der Zugmaschine davor fahren. Muss das wieder aktivieren. Und dann, dann geht es erst weiter. Ich meine, Zuckerrüben müsste ich dann auch, wenn ich hier die Felder alle abgeerntet habe, müsste ich auch mehr als genug haben. Wo er hin will, weiß er selber nicht. Doch. Ich hätte jetzt erstmal schön wieder dem. Ne, doch nicht. Ich dachte, er fährt ihn jetzt schön in den Weg. Dann sollen wir das. Na, den können wir jetzt auch mal eben. Vor allem mal. Also, ich habe noch so viel Milch hier, das ist. Glaubt ihr mir nicht. Also, Milch. Ich habe bestimmt noch 180.000 Liter Milch da bei den Kühen. So. Den nehmen wir jetzt zum Ballen sammeln. Aber nicht den alleine. Sondern da hängen wir noch einen dran. Oh, ich liebe ja MB-Trucks, ne? Als Kind war MB-Truck war das Größte für mich. Fand ich voll geil. Voll geil. Ich habe sogar tatsächlich eine Ferien lang habe ich mal
auf einem Bauernhof mitgeholfen, nur weil der einen MB-Truck hatte. Die Vollklasse. Aber falls hier Fragen zum Trailer kommen, M82 Autoload Trainer gibt's bei Modhoster. Der stackt unter anderem auch Paletten zweietagig. So. Machen wir mal schön meinen Trailer Assist an. Weil ich ja zu dämlich bin, mit einem Drehschemel-Anhänger rückwärts zu fahren. Nein, bin ich nicht. Es geht nur, wenn man denn so lange raus ist wie ich, geht es doch bedeutend einfacher. Früher habe ich das, wie gesagt, konnte ich das auch, also in echt. Aber dieses Früher ist eben auch schon 25 Jahre her bei mir, auch wenn man mir das vielleicht nicht anhören mag oder so. Ist aber so. So, jetzt müssen wir eben gucken. Müssen natürlich die richtige Ladung auswählen. Quaderballen. Quaderballen, alles klar. So. Und dann fahren wir mal wieder zum Feld. Ja, ich hänge. Komm, stell dich nicht so an. Hallo. Sag mal. Das ist jetzt aber. Doch etwas. Etwas sehr weltfremd gewesen. Gut, auch wenn ich mit solchen Gespannen wahrscheinlich auch nie fahren werde. So wie das hier jetzt ist. Also, ich habe auch sonst keine. Tatsächlich leider keine Verbindung mehr so zur Landwirtschaft, also zur Real-Life-Landwirtschaft. Hab aber durch das LS17-Spielen jetzt tatsächlich immer mehr Bock drauf, auch mal wieder auf dem echten Bauernhof mit einem echten Trecker zu fahren. Und nicht immer nur. Ups, man muss auch nebenbei mal hingucken. Ich hatte nur eben die Differentialsperren ausgeschaltet. Die brauche ich ja nun wirklich nicht. Allrad bräuchte ich jetzt auch nicht. Allrad habe ich aber eigentlich immer aktiviert. Das ist, ja, Cremigkeit. Ist klar. Ich habe ja auch noch einen MB-Truck 900 hier im Spiel. Mit dem, das ist so mein Wasserzubringer. Wobei mit einem 30.000 Liter Wasserfass ist das vielleicht nicht die klügste Zusammenstellung. Der hat schon ganz schön zu schleppen. Aber der Sound ist der Hammer. Also hier im Spiel zumindest. Das ist schon echt fett. Kann ich schon sagen. Also man kriegt schon mit diesem Trailer ordentlich Ballen mit. Ihr seht ja, drei Lagen übereinander.
Nein. Ich habe da jetzt schon 12 Ballen drauf. Da kommt schon einiges zusammen. Das ist schon ganz nett. Jetzt haben wir 18 Ballen. Ich glaube, 30 Ballen kriege ich auf einen Trailer. 30 von diesem großen. Und, das heißt, ich kriege jetzt mit einer Fahrt, kriege ich hier 60 Ballen vom Feld runter. Das ist schon ordentlich, wie ich finde. Schauen wir mal. Und dann bringen wir die gleich zum Strohverkauf. Schauen wir mal, was wir dafür kriegen. So. Sehen wir natürlich nicht mehr so gut. So, jetzt sehen wir ein bisschen besser. Da waren wir ein bisschen weit weg, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ja, da waren wir ein bisschen weit weg. Ja, das ist jetzt tricky für mich. Ja, dann auch wirklich so zu fahren, dass wir die dann auch mitnehmen. Ich will natürlich auch, also klar werde ich hier öfters übers Feld fahren müssen, weil ich ja hier nur wirklich sage, ich fahre jetzt, also für mich, ich fahre jetzt einfach mal einen Rundkurs. Ja, ich habe jetzt keinen Bock hier so allzu viel Zickzack zu fahren. Da habe ich, das macht keinen Sinn, finde ich. Aber ich will natürlich auch nicht irgendwie so dann komplett weit außen noch irgendwie viele Ballen liegen lassen oder einzelne Ballen liegen lassen, wo ich dann wegen einem Ballen nochmal den kompletten Kurs irgendwie über den Haufen schmeißen muss. Ich eier mir hier zurecht. Genau das, was ich eigentlich ja nicht wollte. Vielleicht soll ich einfach langsamer fahren. So, dann wird alles gut. Ja, und vielleicht nicht so große Lenkausschläge machen. Und dann wird das auch vernünftig. Ja. Der Klaas steht wieder an der Laterne. Fällt mir doch spontan ein Lied meiner Tochter ein, so mit Laterne. Ich stehe an meiner Laterne. Nein, es geht natürlich anders. Ihr kennt das sicherlich alle vom Laterne laufen. Aber ich will jetzt noch eben hier zumindest. Oh, oh. So, wo waren hier jetzt noch? Hier hatte ich doch irgendwo, war ich hier nicht irgendwo welche liegen gelassen? So, jetzt gucken wir mal eben, was der Klaas macht. Bring den wieder von seiner Laterne weg. Und entladen die Rüben von Hand. Nerv, nerv. Boah, so ist es eben.
So ist es eben. Halt, ja. Gut, dass die Schilder keine Kollision haben. So, entlade, entlade. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein für diese Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da wart, dass ihr zugeguckt habt. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, würde mich freuen. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr mich abonniert oder auch das nächste Mal wieder einschaltet und zuguckt. In diesem Sinne sage ich, ciao!